Das waren jetzt eigentlich für mich auf jeden Fall mehr Infovideos. Ich kann noch mal gucken. Moment, vielleicht finde ich noch irgendwie eine Frage, die wo ich schnell noch beantworten kann. Auf die Schnelle, auf die Helle. Also da, sowas werde ich jetzt in Zukunft öfters machen, wie gesagt. Vor allem, wenn ich Folgen brauche, dann werde ich halt so Folgen machen und an diesen Folgen werde ich dann definitiv von euch dann etwas größere Fragen beantworten. Ja. Hast du noch irgendwie, was Leute dich öfters fragen? Nee, eigentlich nicht. Also nicht, dass ich es jetzt wüsste. Oh, falsches Holz. Muss mal das andere Holz holen. Nee, fällt mir jetzt so spontan nichts ein. Irgendwas Gravierendes oder so. Nee. So, ach genau. Bei mir werde ich öfters gefragt. Ja, das ist auch noch eine längere Antwort. Ob ich nicht meinen Let's Config Minecraft weitermache. Leute, möchte ich gerne weitermachen. Nur das Problem ist, solange das Pack jetzt noch nicht bei uns final ist, lohnt sich es noch nicht zu machen. Vor allem, wie gesagt, ich muss bei einigen Mods halt mir komplett neue Configs angucken. Und das ist halt auch etwas reinfrieseln und reinarbeiten. Also auch hier nicht böse sein, wenn da momentan nichts kommt. Ich bin in Vorbereitung, dass ich, weil zum Beispiel die nächsten sind halt wirklich Metallurgie. Und da muss ich mich halt auch reinfrisseln, weil die haben etwas leicht geändert bei Metallurgie 3. Und wie gesagt, das Problem ist halt wirklich, das müsst ihr mir beantworten, das könnt ihr mir auch gerne noch in diese Kommentare schreiben. Ob es für euch Sinn macht, noch 1.6.4 LCM weiterzumachen oder ob ihr sagt, nee, warte bis 1.7 draußen ist und fang da frisch an. Also, wie gesagt, schreibt mir das in die Kommentare, was ihr mehr sehen wollt. Wenn ich weiß, okay, die Leute sagen, mach 1.6.4, dann mache ich auch 1.6.4, aber ihr müsst mir auch an eins nicht böse sein, wenn ich merke, dass dann wirklich nur sich dafür 20 oder 30 Leute dafür begeistern, dann dürfte es mir auch leider nicht krumm nehmen, wenn ich dann sage, okay, ich warte dann doch bis 1.7.4 oder 1.7.9 oder 1.8.0 oder wie auch die Beschreibung dahin so ist. Ich habe nichts gegen die 20 Leute, aber wie gesagt, es geht da sehr viel Zeit bei mir drauf. Weil wie gesagt, so ein Ding vorzubereiten, das sind teilweise 10, 12 Stunden reine Einarbeitungszeit. Ja, und das muss ich halt von meiner Freizeit abziehen. Und da dürfte mir nicht böse sein, wenn ich das dann halt wirklich mache, wenn ihr das auch dann sehen wollt. Mir ist gerade aufgefallen, man kann die Heuballen nicht schneiden, also mit der Säge. Okay. Hatte ich mir nämlich gerade überlegt zu machen, aber das geht nicht. So, dann ich bin jetzt noch fröhlich beim Gucken, ob ich noch Kommentare sehe. Genau, ich werde gefragt, ob die Let's Plays immer abwechselnd kommen. Nein, kommen nicht. Also das heißt, wenn die Möglichkeit besteht, kommen Ape Sky und Dragtech täglich raus. Es kann sein, dass es eftel am Wochenende keine Folgen gibt von irgendwas, aber das werde ich sehen, wie ich halt zu den Aufnahmen komme. Aber normalerweise laufen diese beiden parallel. Also das heißt, es wird dann irgendwann, wie gesagt, wenn es Alice auch noch schafft, dann möchte ich halt, wie gesagt, erst ein paar Folgen auf Lager haben, dass ich sagen kann, okay, ich kann immer 14-täglich wechseln. Dann werden 3 volle LPs laufen und wie gesagt, die anderen werden dann entweder in Doppelfolgen am Wochenende kommen oder wie gesagt, wie ich halt Zeit habe. Au! Au? Au jetzt wieder? Da kam gerade ein Pfeil geflogen. Ich hab den... Au! Freundchen.
Freundchen. Hat sich ein Skelett an mich rangeschlichen. So. Geschlichen. So. Ach Mensch, ich wollte nicht in den Rucksack. So, mein Inventar ist schon wieder zugemüllt und ich bin immer noch nicht sehr viel weiter. Vor allem habe ich den Leuten jetzt gar nicht erklärt, was ich hier alles mache. Das ist aber nicht schlimm, weil dann nehme ich morgen nochmal auf und dann kann ich euch das in Ruhe hier erklären. Aber so konnte ich jetzt mindestens mal in Ruhe ein bisschen denken und vorbereiten und bauen. Ja, das ist, wie gesagt, das ist jetzt auch, dass ich das jetzt halt so mache, wie ich es gerade mache. Weil, wie gesagt, jedes Mal zu erzählen, ich setze einen Stein, ich setze einen Stein, ich setze einen Stein, ist ja, glaube ich, auch nicht in eurem Sinn. Also, wie gesagt, ich werde es jetzt öfter so machen mit Baufolgen, dass ich dann halt Kommentare erzähle, die wo etwas langatmiger sind. Wie gesagt, das werde ich dann auch teilweise etwas vorbereiten. Wenn wir glauben, auch das hat Vorbereitungszeit. Dann muss ich ja ein paar Kommentare dann auf die Seite packen, weil ihr schreibt dann doch bei mir etwas kräftiger. Und dann werde ich sowas halt, wie gesagt, immer wieder mal beantworten. Und ich sehe da gerade einen Zombie. Wiedersehen. Was ich noch als Kommentar hier rumliegen habe, was ich auch gerade wieder gesehen habe. Mir wurde gesagt, wegen dem DDoS, wir sollen doch uns einen DDoS-Schutz kaufen. Dann müssen wir definitiv für uns auf dem Server hier einen riesen Spenden-Button draufhauen. Das kann ich euch schon jetzt versichern. Mehr als einen. einen ganz großen. Und ihr müsst spenden wie die Weltmeister, weil, soweit ich weiß, hat unser Anbieter gesagt, wir können sowas gerne drauf machen. Ist aber im vierstelligen Bereich. Also ist leider das von unserem Anbieter momentan nicht vorgesehen. Also ich wüsste nicht wie. Wenn ihr natürlich sagt, ja, das ist ganz billig und so weiter. Ja, wie gesagt, das ist für den Serveranbieter, soweit ich das weiß, ein großer Betrag, den man halt auf jeden Server installieren muss. Ja, und das, das kann sich oder das kann man sich eigentlich für kleine Server nicht leisten und wir haben nun mal nur einen kleinen Server. Ja, wir sind nicht bei Nitrado. Genau. So, habe ich dann noch irgendwas? Zu Folgenlängen habe ich auch hier ein Ding. Also ich mache immer zwischen 20... Also immer, also zu 90% 20 Minuten. Ich glaube, bei Jürgen ist das anders angesiedelt. Ich glaube, der macht immer 15. Ja, oder meistens 15. Dragtech mache ich auch 20 und den Rest habe ich jetzt angefangen auf 15 Minuten. Weil mir aufgefallen ist, auch so aus Erfahrung von anderen, dass die Aufnahmespanne und die Konzentration doch arg nachlässt, wenn die Folgen zu lang werden. Und dann lieber etwas kürzere und dann habt ihr auch mehr davon, wenn ihr mehr euch besser konzentrieren könnt und mehr mitbekommt, was ich überhaupt mache. Genau, weil glaubt's uns so, es werden nicht umsonst nach 20 Minuten in einer Folge oder in einem Film Werbung gemacht, damit man nämlich pingeln gehen kann und sowas. Also das heißt, dass man den Kopf wieder freikriegt. Und Gundi, du könntest da oben die Sandstone-Blöcke Nummer 9 verwenden und die Linie entlang ziehen. Hast du da welche oder brauchst du? Ich bräuchte welche. Also Schüsse reinstecken, aber... Ja, Sandstones kann ich dazu werfen. So. Nummer 9, sagt er. Muss man hier ein bisschen... Ethene Blumen erforschen. Ja, dafür nochmal an viele Zuschriften nochmal danke mit dem Ethene Blumen. Da wird sich Jürgen richtig freuen. Ja. Dass ein Flughafen gerettet wird. gerettet wird, genau. Da sind wir auch fröhlich beim Erforschen, beziehungsweise kann ich euch sogar zeigen. Eternal Bloom ist auf der Seite 3, glaube ich. Genau. Und zwar da oben. Wir haben es erforscht, aber wie gesagt, wir müssen uns jetzt langsam aber sicher mal was einfallen lassen, wie wir Soundcraft aufbauen. Ja. Und das ist halt wieder so ein Ding, was halt Zeit braucht. Ich weiß, alles braucht Zeit. Ja. Es ist dumm, aber es ist so. Ja. Und
wie gesagt, dadurch, dass wir jetzt langsam einen Rhythmus reinbekommen in die verschiedenen LPs. Ich höre mich langsam an wie eine Schallplatte, die wohl einen Hänger hat. Aber ist nun mal so. Dann wird auch können wir wegen wieder vorarbeiten und dann brauchen wir ja sozusagen können wir dann diese Projekte dann wieder größer angehen. Genau, was ich noch als Frage stellen möchte, ich schätze mal, Jürgen interessiert das bestimmt auch für seine Leute. Schreibt mir mal in die Kommentare, wollt ihr auch mal längere Bauphasen von den Gebäuden überhaupt sehen oder sagt ihr, ja, mach doch ein, zwei Baufolgen, wir haben nichts dagegen, wenn du ein, zwei Baufolgen machst und dann wieder wegen was Technik oder wegen was mit Zauberei oder. Wie gesagt, ist für uns ganz interessant oder auf jeden Fall für mich, dass ich weiß, okay, ich muss das so gestalten, ich muss das so gestalten, weil es soll ja auch euch teilweise gefallen. Weil ich mache das zwar teilweise auch für mich, aber ich bin auch so ehrlich, ich mache es ja auch für euch. Weil wenn natürlich alle sagen, hey, das ist total scheiße, das schaue ich mir nicht an, dann brauche ich natürlich das auch nicht aufnehmen. Das wäre ja auch sinn- und zweckfrei. Ja. Und, jetzt hat es rumgespackt. So ein Scheiß. Ja, also wie gesagt, gebt mir Infos, wie ihr das sowas haben wollt. Also, dass ich jetzt natürlich dann stundenlanges Farming von irgendwelchen komischen Zeug, wie zum Beispiel Blaze, mehr offline macht, das versteht sich bei mir von selber, weil das interessiert mich teilweise auch nicht. zu gucken, außer natürlich, ich erzähle Kommentare, dann ist das vielleicht entspannend. Aber wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, was euch bei sowas wie Kommentaren erzählen und so weiter halt interessiert und was nicht. Oh, sehr schön. Da war ich wieder zu fleißig. Zu fleißig? Naja, ich habe gleich das Fenster zugezimmert vor lauter Begeisterung, vor so. Erzählen. Okay. Dann kann ich noch schauen. Kannst du die... Genau, dann fragt mich einer. Aus welchem Material sind deine Werkzeuge, also aus Extra-Tick? Und die zweite Frage ist, kannst du deine Position vom Weiler nicht ändern? Oben links oder zum Beispiel oben links in die Ecke und so weiter. Also ich kann meine Weiler nicht ändern. Weil ihr mittlerweile seht, ich habe oben rechts meine Sans Minimap. Das mal gleich für diejenigen, die gleich fragen wollen, was ist das für eine Minimap? Dann habe ich oben rechts, das seht ihr nicht, wenn ich Verzauberungen habe, dann wird da was erscheinen. Dann oben mittig habe ich momentan, ich glaube, da ist auch irgendein Mod drin. Fragt mich aber gerade nicht welchen. Ich glaube, da kommt wieder In-Game-Info rein. Nur den habe ich momentan bei mir deaktiviert. Also das heißt, da wird irgendwann wieder eingeblendet werden, welche Uhrzeit das ist. Für diejenigen, die dafür auch gefragt haben, was das für ein Mod ist. Ja, das ist In-Game-Info. Und dann habe ich, wie gesagt, in der Mitte... Da war ja Weiler mal vorher. Ja, ich kann es euch leider nicht zeigen. Also, Moment. Nee, geht auch da nicht. Also, das, was hier ist, wenn ich da jetzt aus der Map rausgehe, das ist vom Power Suits die Energieanzeige. Und darunter ist halt die Weiler-Anzeige. Weiler musste ich auch mal updaten, merke ich gerade, weil da gibt es mittlerweile auch schon wieder neue, schöne Features. Ja, und meine Werkzeuge, das kann ich euch mal euch zeigen hier. Das sind Tartarit-Werkzeuge. Und zwar, ich glaube, soweit ich das noch weiß, rein aus Tartarit. Ich habe hier noch leider nicht den neuesten drauf. Da könnte ich euch dann genau zeigen, aus was es besteht. Das werde ich dann beim Update auf jeden Fall auch noch mit reinziehen. Dass ich euch das zeigen kann, aus was das komplette Werkzeug ist. So. ja.
So, ja. Dann hätte ich gesagt, waren die meisten Fragen bei mir durch. Hast du, ist dir noch irgendwas jetzt eingefallen, Brutus, wo du sagen kannst, das interessiert die Leute bei dir noch ziemlich? Ich weiß es nicht. Also ich könnte mal erwähnen, wie ich es mir so ungefähr denke, jetzt mit bei mir mit dem Upload. Also ich werde es nicht so wie Drake schaffen, alles jeden Tag hochzuladen. Das ist mir dann doch ein bisschen zu anstrengend. Also ich habe jetzt über Ostern, es ist ja jetzt gerade hier Ostersamstag, wie wir das hier aufnehmen. Ihr seht das also morgen am Ostersonntag bei mir. Nee, das, ach komm, ist schon wieder 3 Stunden rum. Also ihr seht das jetzt nach Ostern. Also auf Ostern selber werde ich das Sky jeden Tag hochladen. Also ich denke bis Ostermontag. Und danach werde ich das wahrscheinlich nur jeden dritten Tag hochladen. GregTech werde ich auch ein bisschen zurückschrauben, denke ich. Ich denke, mal täglich, mal jeden zweiten Tag, müssen wir sehen. Und mein Hauptprojekt wird dann jetzt mein Biosphäre-LP werden, wo ich halt wirklich von jedem Stein, den ich setze, dass ihr da immer alles mitbekommt und komplett dabei seid. Also es ist so ein richtiges Vollzeit-LP. Und ja, Der Stein muss da auch noch weg, Gundi. das wird natürlich dann Der täglich untere. laufen. Und sowas wie hier, wo ich, ja, DragTech ist ja mittlerweile, naja, okay, heute bauen wir ein bisschen was und quatschen viel. Aber ansonsten zeige ich euch ja jetzt nur so hier die Mods und so ähnlich. Und so ähnlich wird es bei der SkyMap auch werden, dass ich nur unsere Fortschritte zeige. Und das werde ich dann halt nicht täglich hochladen, sondern nur jeden zweiten ungefähr. Vor allem, damit es auch ungefähr dann dem entspricht, wie weit die anderen sind. Vor allem bei der SkyMap. Weil Drake lädt ja täglich hoch und wenn ich das nur jeden zweiten Tag mache oder auch täglich machen würde, aber dann halt zu extrem zusammengestaucht und zusammengeschnitten, dann bin ich mit der SkyMap bald fertig, wenn er schon gerade mal angefangen hat. Von daher versuche ich das zeitlich dann auch so einigermaßen hinzukriegen und ich denke, jeder zweite Tag müsste dann einigermaßen passen. Ja, könntest du zum Beispiel mit dem Drag-Tech-Pack dann immer mal abwechseln oder so. Genau, also ich würde sagen, hier DragTech und SkyMap im Wechsel und Biosphäre halt täglich. Genau. Ja. Gut. So. Dann weiß ich nicht, ob die Leute jetzt hier so erkennen können, was aus meinem Stall geworden ist. Dieses hier soll jetzt für die Kühe sein. Und ich habe mir gedacht, so wie es im Stall üblich ist, dass hier erstmal diese Stangen da sind, wo die Kühe immer ihre Köpfe durchstecken. Das hier soll die Futterrinne darstellen, wo ich jetzt drauf rumlaufe. Direkt davor habe ich dann erstmal die Savages, wenn die Kühe dann hier halt fressen, dass sie dann ihren Dunk da reinladen können. Ich werde nicht komplett alles auslegen. Ich werde dann vielleicht eher mit einem Upgrade hier arbeiten, damit halt noch was grün da ist. Hier hinten, wo es nach hierhin offen ist, soll die Melkmaschine rein. Also sprich der, wie heißt das Ding noch gleich? Der Ranger. Ranger, genau. Der dann an der Seite mit einer Leitung direkt abgepumpt wird nach unten und dann wird das hier komplett zugemacht, so dass man halt nur noch den Ranger-Kopf liegt. Es wird dann hier auch noch schön verkleidet, dass dann hier quasi ein Holzklotz in der Mitte ist. Und das dürfte dann ausreichen, auch wenn die Kühe dann mal hier hinten rumlaufen. Ja, mein Gott, dann werden sie halt in dem Moment nicht gemolken. Aber Glaubt mir, uns wird der die Ranger, Milch dann der, irgendwann auch über die Ohren genau, der laufen. macht also mehr Milch, als einem lieb ist. Also von daher sollte das ausreichen. Da kommt hier natürlich hier so wieder so ein schönes Dach drüber und auf die andere Seite kann man dann die nächsten Tiere reinhauen. Vielleicht auch nochmal Kühe, dann ist das halt ein reiner Kuhstall, meine Güte. Oder halt, keine Ahnung, ein paar Ziegen, dann gibt es noch Ziegenmilch. Wir haben bloß keine Hä? Ziegen. Ja. Kannst ein paar scharfen Hörnern aufsetzen. Das können wir dann Äfteln machen, Das wenn sind dann die Heidschnucken. Advanced Genetics mit reinkommen sollte. Wie gesagt, wir sind dann noch beim Überlegen, ob das passiert. Und ihr seht gerade, da bastelt gerade Brutus dran rum. Für meine Zuschauer. Ah, ja, genau. Wie gesagt, wenn ihr sehen wollt, was er genau wie er es gebaut hat, dann guckt bitte seine Folgen an. Wie gesagt, es wäre nett von euch, wie gesagt, wenn ihr uns alle gucken würdet, weil, ja, nicht, dass er sagt, ja, jetzt hat er alles erzählt, wir schauen uns nur seinen Senf an
und den anderen nicht. Ja, okay, ihr hättet jetzt das gleiche gehört wie bei Dreck, aber nicht das gleiche gesehen. Genau, das ist der feine Unterschied. Dann könnt ihr beim zweiten Mal den Ton ausmachen, aber... Ne? Genau, oder es gibt so lustige Tools, da kennen ein paar von unseren Zuschauern, ja, für genau. Diejenigen, gibt es so lustige Tools, wo ihr zwei Folgen gleichzeitig nebeneinander gucken könnt. Wenn es natürlich die Möglichkeit besteht, es wird als Klick für uns gezählt. wie gesagt, bei mir ist es jetzt nicht, das werden wir da eigentlich sagen, ey, der ist total geldgeil. Ich verdiene hiermit nichts. Das ist rein Spaßprojekt. Also ich wüsste auch nicht, wann einer mal bei mir Werbung gesehen haben sollte. Also auf jeden Fall nicht unter meinem Wissen. Ja. Und wie gesagt, die anderen verdienen sich ein kleines Zubrot dazu. Ein sehr kleines. Also das ist nicht jetzt so, dass mir hier Millionen abstauben. Ach, schön wär's. Ja, dann hätte ich, glaube ich, schon lange einen besseren Rechner. Genau, also das heißt, es ist ein kleiner Obolus halt dafür, zum Beispiel zum Server und. Und wie gesagt, vielleicht richten wir auch nochmal einen weiteren Spendenbutton ein. Falls jemand sagt, ey, ich finde es cool, was ihr hier macht, macht weiter und macht auch mit dem Serverprojekt weiter, dass wir ein kleines Obolus dazu kriegen, dass wir den Server halt am Laufen lassen können. Weil wie gesagt, das Ding frisst auch einige 100 € im Monat weg. Ja. Was wir halt definitiv mit den Videos nicht bekommen. Das stimmt. So, okay. Ja. Aber ich bin jetzt mit dem Kommentare-Labern durch. Wir haben jetzt am Bahnhof einiges geschafft. Die eine Halle ist jetzt in der Seite fast fertig. Wie gesagt, ich werde jetzt dann öfters mal, wenn ich dran denke, auch mehr Sand durchjagen, dass wir das schöne Glas bekommen. Dass die Jungs und Mädels, also die Zombies und Skelette, das ist mit Jungs und Mädels gemeint, nicht mehr meinen, die können hier einfach reinlatschen. Und dann hoffe ich, dass ich das dann auch demnächst hinkriegen sollte. Das Einzige, was schade ist, dass man diese schönen Schrägen da oben nicht doppelt texturieren kann. Also das heißt auch noch mit Glas drunter. Das wäre halt richtig cool. Und dann hätte ich gesagt, bin ich auch jetzt für diese drei Folgen durch. Und da ist schon wieder unser kleiner Fliege-Protus. Ja, ich wollte ja auch mal hier gucken, was ihr so gemacht habt. Sieht hübsch aus. Ja, also wie gesagt, das nächste Mal werden wir definitiv weiter am IC-Haus bauen. Und da wird auch mehr wieder mit Technik kommen. Aber wie gesagt, diesmal wollte ich mir halt ein paar Kommentare vornehmen. Und es sind drei Folgen geworden. Eine mehr, als ich dachte. Aber das meiste ist mal gut genug. Und darum bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und Zuhören vor allem. Wenn noch einige wach sein sollten und nicht eingeschlafen sind. Dann freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaut, beim Drag Tech Pack oder beim Ape Sky bei uns. Und dann sage ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Ciao, ciao.